Hallo, hier ist Hirn und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Ihr seht schon, ich bin immerhin offscreen hier zurückgekommen nach Dite. Beim letzten Mal haben wir Gatwin besiegt und für unseren Sieg haben wir sein Schiff bekommen, mit dem wir jetzt das Meer der Nixen überqueren können. Schauen wir mal, wie wir das Ganze anstellen, weil dann, wie ist er, Danda hieß er. Der wollte uns ja nicht über das Meer der Nixen führen. Und die Frage ist natürlich, warum? Vielleicht, weil die Distanz einfach so groß ist, aber eventuell steckt auch etwas anderes dahinter. Und ich möchte mal ganz kurz, bevor wir uns auf diese große Reise machen, Mann, nur Mann und Frau, ey, wir sind wie Adam und Eva, aber ja, ich dachte das mir schon, mein Inventar ist extrem voll. Ich brauche aber nicht unbedingt gerade das Geld, ich werde einfach mal größtenteils die Sachen, die ich aktuell nicht brauche, in den Koffer packen. Und nur so nebenbei, offscreen bin ich an diesen Magma-Viechern vorbeigegangen, weil ich ihnen nicht ausweichen wollte, hatte ich das Schwert wieder ausgerüstet. Aber jetzt können wir definitiv wieder zum Stab gehen oder zur Keule, wie ihr wollt. Gut, machen wir das einfach mal ganz schnell onscreen, damit ihr auch wisst, was vielleicht noch... Das könnte später nochmal wichtig sein übrigens, im Moment aber nicht unbedingt. Schwert nehme ich trotzdem erstmal noch mit. Ja, und hier diese ganzen Rampen, ich hatte es ja schon gesagt, schnelleres Zaubern, warum nicht? Nein, 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 ja, diese Ringe oder Schlüssel brauchen wir eh nie wieder. Aber die können wir auch nicht verkaufen oder so, die können wir eigentlich nur in den Koffer packen. So müsste es reichen. Axt und Schwert habe ich eigentlich nur provisorisch bei. Denke aber nicht, dass ich noch auf dieser CD dazu greifen werde. Denke nicht. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber gut, ansonsten sind wir hier fertig. Von daher ignorieren wir diese ganzen Leute mal und gehen zum Strand, wo wir das Schiff vorfinden sollten. Ja, genau dort oben ist es nämlich. Und wer könnte davor warten? Ja, Gatwin wird es nicht sein. So schnell ist er nicht. Aber Dr. Alma. Wer weiß, was zwischen den beiden eigentlich läuft, ha? Beim ersten Mal spielen dachte ich so, hä? Dieses Boot da im Hintergrund ist sein Boot. Das ist aber ganz schön schäbig. Daraus hätte ich noch einen Witz machen können von wegen, was, das Boot kriegen wir, ne? Ich glaube, ihr hättet mir sogar geglaubt. Ja, natürlich. Er wird es aber nicht zurückbekommen, denke ich, weil würde ja keinen Sinn machen, wenn wir das Boot wieder zurückbringen, ne? Natürlich, wir fahren sofort los. Klingt ja schon fast wie Lite. Niemals, wir haben Graben. So, und ihr seht schon, das ist Gatwins Schiff. Das erinnert mich doch etwas an das von Grandia 2. Allerdings ist das von Grandia 2 noch ein Ticken größer. Oh, naja. Und die Adventure-Mucke. Die lief ja auch am Ende der Welt, nicht wahr? Schon irgendwie passend. Weil damals hat man schon neue, unbekannte Orte erkundet und, naja, hinter dem Meer der Nixen ist zumindest uns nichts bekannt. Aber wir werden mal sehen. Optimal, das Segel muss nicht noch mehr gespannt werden, wir brauchen keinen Wind. Mit der Laterne vorne dran. Ist ein recht interessantes Design für das Schiff, sage ich mal. Warum denn nicht? Das Segel erinnert mich irgendwie an Okami. Diese ganzen Striche und der Kreis in der Mitte müsste nur rot sein. Okami, ja. Keine Sorge, nach Grandia kommt das dran. Erneut. Zeit für Replays, ne? Nun denn... Es geht übers Meer. Zu zweit. Das ist ja wie Adam und Eva. Wobei, die sind nicht übers Meer gesegelt, aber... Na, ihr wisst, was ich meine. Sieht eigentlich sehr atmosphärisch aus, ne? Sogar ein Vollmond. Nur wir beide. Und im Umkreis von Kilometern ist keine Menschenseele. Muss schon nice sein. Fina. Achso, sie patscht da so ein bisschen mit ihren Füßen durchs Wasser, ja? Na, warum denn nicht? Ich denke mal, so eine kleine Auszeit haben sie sich definitiv... Hier gibt's nur ein Bett. Ah, sieht man dich doch nochmal ohne Mütze. Mensch, das ist ja noch eins bald mehr, als wie mir in Erinnerung war. Nun denn, wir können hier sogar speichern und haben hier sogar noch einen Koffer. Ganz toll, aber ich würde mal sagen, wir schauen mal nach Fina. Seedrachen. Hey, hey, hey. Und wieder mal das Theme, ne? Ich hab's vermisst. Oh, Justin. You're awake. Look. Everywhere you look, there's nothing but ocean. Not a single island in sight. The moon is so beautiful. See its reflection in the sea sparkling like a diamond?
Say, Justin, are you planning on standing there forever? Come sit with me. Fina ist echt der Mann in der Beziehung, oder? Ach nein, ich stehe hier gut. Don't say that. Stay with me a while. Okay? Ja, klar. This is the first time we've been alone together. Naja, bis auf den kleinen Zwischenfall nach der Mauer, ja. What's wrong? Why the silent treatment? Well, you know. Ja. You know, I've been thinking about things here in the night. Jetzt kommt's. Worüber hast du nachgedacht? Say, you know what I've been thinking about? Nein, aber ich denke, du wirst es uns gleich mal sagen. Hm. Hast du über mich nachgedacht? Hast du über mich nachgedacht? I know. You've been thinking about me. That Justin, he's so manly, so handsome and such a wonderful person. Guess not, huh? Try again. I know, I know. Well, ich mag die Synchronsprecher, die sind echt sehr gut. When I first met you, Justin, we were sailing over the sea. I'm remembering that time. That time? You said I was still a newbie, and you wouldn't even give me the adventurer's greeting. Mm-hmm. Jetzt schau dich an. At that time, I never even imagined that I'd go on a journey with you. But you've grown stronger and braver and so trustworthy, Justin. Your place in my heart grows bigger and bigger. Fina? Long ago, when I was still living with my big sister. Naja, big, sie sind ja Zwillinge, aber. I was so happy. But the day my sister left, I was all alone. Even now, I sometimes worry. The more I think I'm happy, the more I worry. Oh, wieso? I worry that everyone will leave me. And then I'll be left all alone. Wer könnte dich bei deinem Outfit verlassen? Justin, do you think we can be together forever? Eigentlich hatte ich das vor, aber natürlich. Of course we will. We're gonna have adventures together forever. Ja, Abenteuer im Schlafzimmer that vielleicht. Makes me so happy. Thank you, Justin. When I'm with you, ich glaube, Justin wird der nächste Java, wenn er alt ist. I feel so safe and just so happy. It's because I'm with you, Justin. No one else. Not even my sister could take your place. Wow. Fina. Say, Justin. Do you love me? Jetzt wird sie ganz direkt, hä? Natürlich liebe ich dich. Of course I love you. Sue loves you and Gavin too. We all love you, Fina. Justin, I'm not. Egal was man dem Justin versaut, ich sehe ihn jedes Mal. Huh? Fina, what do you mean? Ja? Erzähl doch mal. Fina. Du meinst die Liebe zwischen. Ja, Fina, du bist ganz wirr im Kopf. You look different than you. Justin reagiert doch nicht wie Sheldon. I mean, well, you look really beautiful. Boah, normalerweise nicht. Well, of course, you're always pretty. what am I saying? It's strange. Isn't it? Ja, sowas konntet ihr nicht sagen, wo ihr noch zu viert wart, ne? Now that I'd normally be too embarrassed to say. Fina. Justin. You're special to me. What was that? That sound? What's wrong? Ja, es klang nach. Did something hit us? Irgendwie, oder haben wir etwas getroffen? Ja, genau. Schieb das Mädel einfach mal rum. Was zur Hölle? Wie kommt bitte eine Frau einfach mal an unser Bug? Mensch, die hat aber Haare. Ziemlich gestylt. Wow.
Lass mich raten. Wahrscheinlich ist sie im Original noch weniger angezogen. Oh mein Gott. Sowas turnt dich an, oder Justin? Ich glaube, er überlegt gerade, wie er beide bekommen kann. Okay, und dann hast du einfach auf dem Meer getrieben. Ah, die Mucke dazu. Lief die nicht auch? Wo lief die? Das war die, wo ich gesagt habe, die kommt später eigentlich erst. Na wurscht. Hier gibt es Piraten. Noch haben wir keine gesehen, aber ist nicht auszuschließen auf dem großen Meer, ne? Wir müssen ihnen helfen. Können wir eine Orgie feiern, Fina? Was meinst du? Wir machen sie fertig. Ich, der tapfere Justin, werde diese gemeinen Piraten bezwingen. Was denn? Ja, kein Problem. Ich glaube, wie kann es sein, dass sie für ihn attraktivere Attribute hat? Ich meine, er sieht doch, Fina hat doch noch weniger an. Vielleicht liegt es auch daran, dass er an ihren Anblick schon gewohnt ist oder so. Ich weiß es nicht, aber... Ich meine, ich könnte raten, aber... Naja. Muss man nicht unbedingt verstehen, ne? Okay, ich hoffe nur, du fährst nicht mit meinem Schiff weg. Das wäre ganz schön fies. Was ist denn los? Ach was. Meinst du, du hast nur nicht drauf geachtet? Wenn du das sagst. Ja, ich meine, was könnte tatsächlich passieren, huh? Findet's aus beim nächsten Mal in Let's Play Grandia. Ich bin Sion und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dann.